unterwegs, auf ganz professionell angelegt, mit einem Kameramann, Yannick sogar im Hintergrund, nach Ort. Das Wetter ist perfekt, Wind soll so um die 30 Knoten sein. Wir haben leider nur zwei Plätze hier im Auto, deswegen fahre ich auf dem Bett mit. Aber das ist nicht schlimm, die zwei Banausen da vorne sind auch noch dabei. Und gleich wird das hoffentlich eine heftige Session im Ort. Mal gucken, ob wir alleine sind. Es ist noch so um 13 Uhr, also eher so die Zeit, wo die Leute noch arbeiten hoffentlich. Aber wir Studenten haben schon frei gemacht. Naja gut, mal gucken, wie es ist in Ort. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis gleich. Jetzt sind wir hier in Ort. Ich muss hier das Mikrofon anpassen, weil es sonst zu windig wäre. Aber das Wetter ist leider nicht so perfekt, wie wir gedacht hätten. Also es sind leider nur so um die 20, 22 Knoten. Naja, mal gucken. Ich denke mal, ich werde mit dem 9er rausgehen. Die Sonne ist natürlich herrlich. Das ist super geil, mal wieder einen sonnigen Tag hier im Winter zu erhaschen. Es ist gut voll hier in Ort für die Tageszeit. Trotzdem, ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Wasser wieder. Bis gleich. Bisschen leicht, da sind so um die 20 Knoten rum, da ging noch nicht so viel, aber jetzt hat er zugenommen. Jetzt sind wir bestimmt bei so 27, 28 Knoten und es ist echt richtig geiles Wetter, um Kiteflugs zu üben. Also viel Wind, schöne Sonnenschein. Was ist ein bisschen kalt, also die Hände frieren ab, aber viel, viel besser als die letzten Male im Winter drauf. Und ja, ich hoffe, ihr genießt die Action und kriegt jetzt noch ein paar Kiteflugs hier vom Wasser. Und ja, hoffen mal, dass mich nicht allzu doll zerlegt. Bis gleich wieder auf dem Wasser.
Session aus Ort. Wir sind schon mittlerweile wieder weitergefahren und noch gerade ein paar Sachen ab. Uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren jetzt so 2,5 Stunden draußen, haben auf jeden Fall richtig gut Kite-Loops trainiert. Es war irgendwie voll der geile Wind, weil man so den Übergang von einem Kite-Loop in einen Mega-Loop üben konnte. Also, dass der Kite halt perfekt aufhängt und man noch einen Down-Loop macht. Ich hoffe, da sind ein paar geile Aufnahmen dabei. Es hat sich auf jeden Fall richtig cool angefühlt. Der Wind war leider sehr unbeständig, also manchmal war er echt richtig heftig, so bei 30, 32 Knoten bestimmt, aber häufig dann ist er auch gedroppt, wieder auf so 20, 22 Knoten. Also mal gucken, wie das dann in Videos rüberkommt. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch beim Zusehen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!